Der Autosalon in Genf läutet traditionell den europäischen Autofrühling ein. Skoda nutzt diese Messe, um die neue Octavia-Generation zu präsentieren. Die Limousine hat ja bereits eine Menge Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. In Genf war erstmals der Kombi zu sehen. Wir sind im Kombi-Segment Marktführer und das bedeutet natürlich etwas, dass wir diese Position verteidigen und ausbauen wollen. Und deswegen ist dieser Kombi für Europa so wichtig. Und so sollte Skoda auch seinem eigenen Ziel in Sachen Marktanteile treu bleiben können. Trotz derzeitiger Krisenstimmung in Europa wollen die tschechischen Autobauer mehr Käufer zum Markenwechsel bringen. Mit mehr Komfort und einem konkurrenzlosen Platzangebot setzt er in der Kompaktklasse neue Maßstäbe. Ebenso wie mit den optionalen Assistenzsystemen, die erstmals erhältlich sind. Aber bislang war sein Kaufargument viel Platz zum erschwinglichen Preis. Keine Sorge, das ändert sich auch mit der neuen Generation nicht. Das Auto ist etwas länger geworden. In der Spur ist es 110 mm länger geworden. Es ist auch etwas länger in den Gesamtausmessungen geworden, etwas weiter geworden. Es bietet also Platz, 610 Liter Kofferraum mit umgeklappten Sitzen, über 1700 Liter. Da passt sogar ein Surfbrett hinein. Also ein Auto für Praktiker, für Großkundengeschäfte, aber natürlich auch für private Kunden. Der Octavia Kombi bleibt auch dem Skoda-Slogan Simply Clever treu. Viele kleine Details, die ihren wahren Wert oft in der harten Praxis des automobilen Lebens offenbaren, sind serienmäßig an Bord. Später sollen dann noch Allrad und die sportliche RS-Version folgen.